Hallo, in diesem Screencast ein kleiner Tipp. Derjenige, der lieber mit einem GNOME 2-ähnlichem Design arbeiten möchte, der kann Folgendes tun. Der klickt auf den Benutzernamen oben rechts, dann auf Systemeinstellungen, dann auf Systeminformation, dann auf Grafik und hier kann man jetzt anklicken Erzwungener Rückfallmodus. Einfach an. Und dann einfach neu anmelden bzw. neu starten. Und dann gibt es ein GNOME 2-ähnliches Design. Und das sieht dann wie folgt aus. Okay, und so sieht dann das GNOME 2-ähnliche Design aus. Wie man das auch schon kennt, es gibt ein Menü, es gibt Orte, die Fenster kann man minimieren und maximieren. Es gibt Arbeitsflächen. Bei den Arbeitsflächen kann man auch noch die Anzahl der Arbeitsflächen einstellen, wie man das alles von GNOME 2 kennt. Den Rückfallmodus, der momentan an ist, Systeminformation, Grafik an. Dazu gibt es auch ein Eintrag beim dconf-editor. Falls der dconf-editor noch nicht verfügbar ist, kann man den nachinstallieren per su-c Leerzeichen in Anführungszeichen yum Leerzeichen install Leerzeichen dconf-editor Enter-Passwort eingeben und warten, bis er installiert ist. Start per dconf-editor und den Eintrag findet man jetzt unter org gnome Desktop Session und hier gibt es den Eintrag Session Name. Hier ist der Wert GNOME Fallback. Und wenn man jetzt einfach wieder GNOME hinschreibt, GNOME, dann ist der Rückfallmodus aus. Und dann einfach wieder neu anmelden und dann ist wieder alles beim Alten, also das gewöhnliche GNOME 3. Ciao und viel Glück!